So viele Yoga-Videos sind wunderbar bis zum Schluss, wenn der Lehrer oder die Lehrerin sagt: So, und jetzt mach dich bereit für die allerletzte Pose in dieser Sequenz, Savasana oder Shavasana, wenn man am Rücken liegt, Arme und Beine ausgestreckt und einfach entspannt atmet. Ganz wichtig, bleib mindestens 5 Minuten oder 10, wenn es geht, in deinem Shavasana, um deinem Körper diese Entspannung zu geben, damit er diese ganze wunderbare Kraft und Energie absorbieren kann, die du ihm jetzt in den letzten 10, 20, wie lange immer das wieder gedauert hat, Minuten gegeben hast. Und als nächstes, innerhalb von 5 Sekunden, sagen sie dann: Vielen Dank, dass du bei meinem Yoga dabei warst. Hier ist mein Kanal, hier ist mein Facebook und so weiter und so fort. Und das zerstört meine Entspannung innerhalb von einer Sekunde. Und ich denke nur: Oh, was? Waren die 5 Minuten schon um? Oder wie soll ich jetzt wissen, wie lange ich da liegen bleibe? Ich habe keine Ahnung. Oh, jetzt muss ich mein Telefon finden oder irgendeinen Countdown-Timer, um die 5 Minuten zu machen, aber nicht zu lange zu bleiben, weil ich habe dann was zu tun. Und so habe ich dann die meiste Zeit mein Shavasana ziemlich kurz gehalten und vielleicht geht es dir auch so. Jetzt habe ich aber in letzter Zeit was angefangen zu adaptieren, das ich ursprünglich im Freitauchen gelernt habe. Also wenn man mit einem Atemzug abtaucht. Und dafür sollte man ziemlich entspannt sein, sonst kommt man nicht weit. Daher konzentrierst du dich auch im Freitauchen sehr auf die Atmung, bevor du abtauchst. Und dort habe ich angefangen, meine Atemzüge zu zählen. Also einmal einatmen und ausatmen zählt als eins. Und habe dann gemerkt, wenn ich wirklich entspannt bin, verzähle ich mich die ganze Zeit. Dann habe ich angefangen, mit den Fingern zu zählen. Fünfmal ein- und ausatmen ist circa 1 Minute bei den meisten, je nachdem, wie langsam oder schnell man atmet. Das heißt, wenn du alle 10 Finger verwendet hast, dann sind das bei vielen Leuten gerade mal 2 Minuten, wenn überhaupt. Shavasana soll aber 5 Minuten lange sein, also was tun. Und dann wurde mir beigebracht von einem wunderbaren Lehrer: Verwende die kleinen Falten hier bei jedem Fingergelenk. Und zwar hast du dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Atemzüge auf einer Hand. Das heißt 40 alles zusammen. Und da sollte sich ein gutes Shavasana ausgehen. Wenn wir schon dabei sind, wenn ich immer noch deine Aufmerksamkeit habe, ich habe hier mein Handy, meinen Timer, wollen wir doch mal herausfinden, wie viele Atemzüge du in einer Minute atmest. Ich werde mit dir mitatmen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dann unterhalb kommentierst, wie viele Atemzüge das für dich waren. Es wird auch sehr interessant sein, zu sehen, wie viele Leute sich das Video anschauen und wie viele Kommentare dann kommen. Es sollte ja die gleiche Zahl sein, so 5 Millionen circa. Also, leg dich entweder hin oder, wenn es nicht möglich ist, setz dich aufrecht hin, denn wenn du einen runden Rücken machst, kannst du nicht wirklich tief einatmen und du möchtest das ja so möglichst ähnlich haben wie in Shavasana. Außerdem ist gerade Sitzen sowieso immer eine gute Idee, um deinen Körper komplett mit Sauerstoff zu versorgen. Und setz dich entweder auf den Boden oder auf einen Sessel, wo auch immer du gerade bist. Du wirst gleich die Augen schließen, also bitte nicht beim Autofahren. Schließe deine Augen und atme ein paar Mal ganz normal vor dich hin, ohne zu zählen. Einatmen. Entspann dein Kiefer. Die Zähne des Ober- und Unterkiefers berühren sich nicht. Ausatmen. Lass die Schultern nach unten sinken. Einatmen durch die Nase. Ausatmen ebenfalls durch die Nase. Und nochmal, atme und aus. Und jetzt beim nächsten Einatmen fängst du an zu zählen. Mit den Fingern.
Versuch deinen Atem nicht zu kontrollieren. Beobachte einfach die Einatmung und die Ausatmung. Und das war's. Ich habe 4,5 Atemzüge gebraucht, also 4-mal einatmen und ausatmen und dann nochmal einatmen, weil ich dazwischen geredet habe. Normalerweise wären es wohl 5. Aber jetzt weiß ich, ich brauche in einer Minute 5 Atemzüge. Das heißt, wenn ich 3 Minuten Shavasana machen möchte, 3-mal 5, ich glaube, du kannst genug Mathe dafür, bis 15, für 5 Minuten 5-mal 5, 25 und so weiter und so fort. Und so brauchst du nicht mehr rumstressen, wie viel Zeit du verbraucht hast, kein Handy suchen, kein gar nichts. Einfach liegen bleiben, deine Finger verwenden und dein Shavasana genießen. Und das war's auch schon. Hier ist mein Kanal mit ganz vielen anderen Videos. Hier ist mein Facebook und meine Webseite gibt's auch. Ich hoffe, das Video war hilfreich für dich und hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, lass es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal.